Was passiert eigentlich in diesem Ökosystem? Das Besondere an der Tour ist, dass wir in einem Bannwald unterwegs sind. Das heißt, der Wald wird vollkommen sich selbst überlassen. Da tauchen Arten auf, die man sonst einfach nicht vorfindet. Das Wattenmeer ist eine Region, deren Schönheit und deren Zauber sich erst auf den zweiten Blick vermittelt. Es ist immer wieder schön, in die Natur rauszugehen und zu erleben, wie meine Freude auf die Gäste überspringt. Das Besondere an dieser Tour ist, dass die Leute erfahren, wie wichtig es ist, das Ökosystem Auenwald zu schützen. Wir wollen da einen Altrhein entdecken und schauen, was lebt da, was kriecht da rum, was ist unter uns, über uns, um uns herum. Mit den Erlebnistouren möchte ich den Menschen natürlich auch zeigen, wie toll die Natur direkt vor ihrer Haustür ist. Und vermitteln, dass diese Natur schützenswert ist.